Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten StereoTrader Helpdesk in 2020 hier bei FX Flat. Ich freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind und ja, will mich natürlich erstmal vorstellen, falls Sie auch neu dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Natürlich haben wir Dirk Hilger wieder als Referenten. Ja, der StereoTrader-Programmierer, ich glaube, besser als er kann keiner die Fragen beantworten. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarreihe auch im neuen Jahr fortfahren können. Aber das hat sich nicht geändert. Wir müssen trotzdem den Risikohinweis besprechen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Okay. So, Dirk, ich sehe auch schon die erste Frage im Chat, aber wir haben im Vorfeld, und da möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass Sie da aktiv mitmachen, schon Fragen per E-Mail erhalten. Wie gesagt, Sie haben ja die Möglichkeit, schon vorher uns Fragen zu schicken und wir leiten das entsprechend weiter, was wir auch gemacht haben. Deswegen an Themen wird es heute nicht mangeln und ich würde sagen, dass wir jetzt auch starten. Ich übertrage gerne den Bildschirm an Dirk und wünsche viel Spaß. Genau, das kannst du schon mal machen. So, während ich hier noch ein bisschen klicke. Ah, du Genau. bist schon fertig? Schickes Bild. Ja, ich dachte, ich mache mal hier. Live-Webcam ging leider nicht. Also es wäre noch schicker gewesen. Das hier ist aber halt, naja, zumindest mal rechtefrei. Und Das hast du doch letzte Woche erst geschossen, oder? das mit der Handykamera natürlich. Sieht man doch sofort, oder? Natürlich nicht wirklich. Ja, ich muss hier so ein bisschen gerade noch was wegklicken, bin aber gleich soweit, sage aber schon mal im Hintergrund, hallo und herzlich willkommen hier zum fast dieser beinahe missratenen oder fast nicht stattgefundenen Helpdesk in 2020. Und freue mich sehr, dass natürlich auch wieder diesmal tatsächlich auch viel los ist. Natürlich sehr schön, wenn wir hier dann auch die Fragen wie gewohnt dann halt eben auch live im Bild besprechen können und dann hoffentlich halt auch viel klären können. So, ich glaube, ich bin aber jetzt soweit. Wie das aussieht, müsste ich eigentlich fertig sein. Mit Rasieren hat es leider nicht mehr geklappt, aber ich denke mal, es ist ja auch so halbwegs noch erträglich. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt da bin. Mit Nein, ich habe vorhin. Gesichtserkennung. Ja, genau, vor allen Dingen das Gesicht ist gerade. So. Nein, ich war halt vorhin, um den Insider da rauszunehmen. Ich habe vorhin den Nelson, habe ich eine Sprachnachricht hinterlassen. Ich war nämlich beim Zahnarzt und ich hatte wirklich eine Spritze hier oben und eine hier unten. Ich hatte das ganze Gesicht wirklich verzerrt und habe geredet, als hätte ich irgendwie zwei Flaschen Wodka intus. Und der Nelson hat schon gedacht, ich würde ihn veräppeln. Ich bin aber froh, dass es fast weg ist. Ja, also unten ist jetzt zumindest alles wieder zu sich, links oben noch nicht so. Aber zumindest mal kann ich mich wie ein normaler Mensch artikulieren. Also so wie du dich angehört hast, waren zwei Flaschen zu wenig schon mal. Ja, war echt. Ne? Ich war vorhin mit meinen Kindern, den habe ich auch irgendwie Sprachnachrichten, die haben sich totgelacht. Ne? Die haben halt echt gesagt: Papa, bist du betrunken? Nein, ist zu früh dafür, so oder so. Das war auf jeden Fall gut. Nein, aber das war halt eben der Insider und das wollte ich jetzt zumindest der Fairheit halber für die, die es nicht mitbekommen, dann halt eben auch aufklären. So, wir schalten dann auch am besten gleich mal rüber. Nee, das Bild übrigens vorhin, das ist, habe ich nicht geschossen. Das war, das ist einfach nur von Pixabay, wo man halt ja sowas auch mal runterladen kann und was man eben auch frei verwenden kann, ohne dass man da halt irgendwie Stress mit dem Rechteinhaber bekommt. So, ich habe auch noch versucht, bevor wir hier ins Webinar gestartet sind. Ich hoffe, das ist jetzt im Hintergrund fertig, sonst hakt das hier die ganze Zeit. Ein neues Bild noch online zu stellen, weil nämlich ein paar von den Sachen, die ich jetzt auch gesehen habe, schon die paar E-Mail reingekommen sind. Die sind auch schon behoben. Und aber ich gehe jetzt mal gleich drauf ein, damit ihr wisst, worüber wir hier reden. Und was Kevin auch nicht, ja, das passt schon so mit der Frisur. Das ist schon okay. Ab einem gewissen Stadium geht das nicht mehr anders. Oder sagen wir so, spielt eine untergeordnete Rolle dann
Nein, das war echt normal. Ich beiß mich nicht. Es war vorhin wirklich so, ich habe versucht, Kaffee zu trinken und ich musste mit einem Sabberlatz das sitzen. Es ging einfach gar nicht, ne? Also, war wirklich unglaublich. Hatte ich auch so noch nicht, aber es war halt wirklich lustig. So, also, und zwar, ich nehme mal die erste Frage hier, die per E-Mail reingekommen ist. Und zwar, Moment, mal gucken, ob ich das jetzt hier auch finde. So, das müsste das hier sein. Moment, versuche ich mal was Neues. Ich glaube, es klappt aber nicht. Beziehungsweise ist wahrscheinlich irgendwie zu aufwendig. Beziehungsweise ist, mal gucken, wie das. Ah, nee. Leider nicht, doof. Ich habe das hier irgendwie auch vorbereitet, dass man nämlich auch. Ja, doch. Ja, passt nicht ganz rein, die Frage, ne? Aber vom Prinzip her, glaube ich, weiß man ja, was ich da halt tue. Also, das ist die Frage. Da geht es um um die Fehlermeldung. Ja, ich weiß, das ist irgendwie aus unerklärlichen Gründen, konnte man da verschiedene Experten, allen voran, also die professionellen Add-ons, die gingen alle. Also jetzt hier halt das Sport-Add-on oder das MT-on-Live, VPOC vom Orkan, X-Frame, auch Europro, Daupro, das ging alles. Aber halt eben die selbstgemachten, die wollten überhaupt nicht, sobald man die halt mal dann irgendwie neu kompiliert hat, beziehungsweise halt die Samples. Das ist halt behoben, ne? Also generell in der Beta, diejenigen, die im Beta-Programm drin sind, die wissen das, können das bestätigen. Und aber da geht, wenn jetzt halt hier nichts irgendwie Gravierenderes mehr irgendwie auftaucht, dann geht heute noch das neue Bild online und ihr könnt es runterladen. In dem Zusammenhang zeige ich hier mal ganz kurz noch eine klitzekleine Neuerung, die da kommt. Wie gesagt, ich hoffe, im Hintergrund ist das fertig. Nicht, dass jetzt halt irgendwas hier abbricht, kann aber sein. Also ich jetzt hier einfach jetzt mal das ATR-Bracket zum Beispiel da drauf ziehe. Da sieht man, da ist hier unten, da so, ja, da ist so ein kleines X dazugekommen. So, und damit kann man halt also das Ding halt schließen, generell. Jedes Add-on, was halt reingezogen wird, kann man über das kleine X halt schließen. Und so ganz nebenbei erledigt das halt auch noch so ein paar Problemchen, weil ja halt, es war ja leider Gottes dann irgendwie oft so, wenn man zum Beispiel das VPOC im MT4 entfernt hat, entsprechend hier über Rechtsklick und dann halt irgendwie Indicators List und dann halt hierüber entfernen und dann hat schon mal der MetaTrader da keine Lust mehr drauf gehabt. Das ist damit tatsächlich auch aus der Welt. Klickt einfach hier drauf und dann ist das weg. Das ist so eine kleine Neuerung. Dann ist es auch noch möglich, außerdem, wie gesagt, ich hoffe hier, das ist im Hintergrund, da kompiliert nämlich noch das ganze Zeug. Außerdem ist es jetzt so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Passende da finde. Ob das mit dem Blank, das ist ja einfach nur ein Beispiel. Nee, damit wird es nicht gehen. Nehmen wir mal das. Wo ist er? Den X-Frame. Nochmal als Beispiel. Damit soll es aber dann funktionieren. Das war ja auch so ein Ding, was vorher nicht funktioniert hat. Wenn man zwei davon auf hatte, dann haben sie sich überlappt. Das Problemchen ist jetzt erledigt. Ja, das heißt, die kann man jetzt hier halt auch beliebig stapeln bis da oben hin. Im MT4 läuft es irgendwie sauberer, im MT5, da muss man manchmal irgendwie hier am Chart drehen, bevor das halt hier an der richtigen Stelle erscheint. Frag mich keiner, wieso. Das sind so die Phänomene, auch das hier, dass es nicht automatisch runterrutscht. Im MT4 geht es sofort, im MT5 manchmal. Das sind so die Phänomene vom MetaTrader 5, der hatte halt so ein paar lustige. Aber generell geht das jetzt halt mal. Ne? Und das war ja halt auch gewünscht, weil ja einige dann entsprechend mehrere Sachen übereinander gestapelt haben. Und das funktioniert. Und da wird auch direkt gefragt, mit DAO-Pro und Euro-Pro auch, klar. Ist genau das Gleiche. Ne? Das betrifft alle. Alle Add-ons, sowohl die aus der Professional-Reihe eben als auch die, also manchmal lalle ich noch ein bisschen, ne? Aus der Pro-Reihe als auch die selbstgemachten, das ist überall das Gleiche. Gut, okay, also, damit haben wir die erste schon mal beantwortet. So, jetzt ist nur hier irgendwie mein Knopf für die Chatbox da unten, der funktioniert nicht so, wie er soll.
Aber egal. So, dann gucke ich erstmal noch weiter in den E-Mails. Ich muss das hier so parallel ein bisschen mitlesen. Und zwar ist das hier im MT, auf den MT5 ist die Frage bezogen. Und zwar, wie lassen sich im MetaTrader 5 am einfachsten die Objekte verschieben und markieren? Vom Prinzip her natürlich genau wie im MetaTrader 4 auch. Aber der MT5, der ist halt manchmal einfach störrisch, was das halt angeht. Also es war ja halt auch schon mal irgendwie in anderen Versionen schlimmer. Und was ich halt immer mache, ja, wenn er halt irgendwie mal dann trotzdem keine Lust hat, irgendwie auf Doppelklick oder nicht auf Anhieb zu reagieren, ne, hier geht es jetzt dann mal so. Und aber manchmal ist es so, dann hat er einfach keine Lust. So, warum? Fragt mich mal einer. So, und da ist halt ein Trick, den man halt schon mal anwenden kann, ist dann halt der, dass man halt hier, also wenn man Objekte eingezeichnet hat, dass man halt hier einfach auf das Chart-Panel hier auf der rechten Seite geht, dort auf User und dann halt mit Shift-Klick alles markiert oder alles demarkiert. Ne? Und so kommt man dann auf jeden Fall an die Objekte halt immer ran. Ne? Sieht man hier einfach mit Shift-Klick da drauf und dann kann man sich zumindest behelfen, wenn es halt mal irgendwie nicht auf Anhieb funktionieren will. So, und hier kann man übrigens, das weiß man ja, halt auch alle löschen, alle Benutzerobjekte auf einmal. So, dann kommt von dem gleichen Fragesteller, mal gucken, ob wir die Frage hier verstehen. Bitte Trailing Order Einstieg mit den möglichen Spezifikationen, Abhängigkeiten erklären. Hoppla. Das ist hier ein bisschen, ja, war jetzt irgendwie doppelt. So. Passt, ne? Melzen, bist du noch da? Selbstverständlich bin ich noch da. Gut, du bist so still. Ja, ich habe hier Ja. eigentlich einen Knopf, der irgendwie schneller das Ding hier ausblenden sollte, aber okay, geht ja auch jetzt Ich bin einigermaßen so. fasziniert von deiner Technik. Ja, ich versuche mich ja zu verbessern. Ja, also das ist ja dann auch einfacher nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn man es jetzt irgendwie gerade erst dazugeschaltet hat. Und dann sieht man ja halt auch irgendwie, was gerade, welche Frage gerade irgendwie hier im Raum steht. Und das versuche ich mal so beizuhalten, wenn es nicht allzu stressig ist. Für mich an der Stelle. So, bitte Trading Order, Ausstieg mit den möglichen Spezifikationen, Abhängigkeiten erklären. Ich kann das halt jetzt eigentlich nur irgendwo allgemein beantworten. Das heißt also generell kann man ja halt Orders trailen, ja. Ein Stop-Loss zum Beispiel, ein Trailing-Stop-Loss ist eigentlich ja auch nichts anderes als eine getrailte Order. Und genauso kann ich halt eben auch hier, wenn ich zum Beispiel eine neue Order, dann halt, bevor ich die halt in den Markt gebe, kann ich halt vorher schon festlegen, kann halt zum Beispiel sagen, was weiß ich, das Ding hängt jetzt hier am, was holen wir denn da? Zum Beispiel den SMA oder den EMA 200. Der müsste ja hier unterm Kurs jetzt liegen. So, und wenn ich dann halt, also hier, ne, das wäre halt so, das, wo die Order entlang geführt werden würde. So, dann wähle ich hier einfach den Abstand, zwei Punkte, aktiviere das. Und sobald ich dann jetzt halt eine Order hier in den Markt lege, kann ich die gar nicht mehr platzieren, weil die halt direkt am EMA 200 liegt. So, kann man mal gucken, ob das stimmt. Ich hoffe es. Also. Hier 200, damit man es mal überprüfen kann. So, ein bisschen komisch gezeichnet. Ein bisschen dicker, damit man es auch erkennt. So, da ist der EMA 200 und entsprechend, wenn ich hier neue Order, Trail Order, EMA 200, Abstand 2, dann passiert Folgendes. Ne, da wird die Order automatisch schon beim Versuch, sie zu platzieren, wird sie halt direkt schon an den EMA 200 beziehungsweise zwei Punkte drunter halt gesetzt. So, und dann sieht man hier ist das T an. Wenn man dann die Maus drüber hält, sieht man ja auch. Dann ist entsprechend, kommt so ein, das Fähnchen da und da steht halt drin EMA 200 M15. Das heißt, daran ist die Order jetzt festgemacht und das heißt, wenn ich die jetzt hier drin liegen lasse und dann läuft die einfach mit dem EMA 200 jetzt hoch. Und dann kann man natürlich genauso mit allen anderen Trading-Methoden kann man das auch machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Order hat, die schon im Markt drin ist, also es gilt hier immer nur für neue Order,
kann ich natürlich auch im Nachhinein hier auch die Werte genauso gut nochmal verändern. Ne? Kann dann halt hier einfach das Trading entsprechend halt ein- ausschalten. Ne? Sieht man das ja hier, das synchronisiert und kann natürlich hier auch noch den Abstand entsprechend dann noch halt verändern. Und Moment. So. Und dann hängt sich das Ding da halt ganz genauso entsprechend an das, was auch immer ich hier gewählt habe, halt dann auch dran. Ne? Also an halt entsprechend ja, den Wert, der sich durch das Trading ergibt. Praktisch ist es aber halt, wenn man das natürlich im Vorfeld schon macht, weil dann kann man sich nicht vertun. Dann sieht man genau, alles klar, da startet die Geschichte und wird nicht irgendwie dann plötzlich gefiltert, obwohl man das ja halt gar nicht wollte. So, dann gucken wir mal weiter. So, Range Breakout. Ich muss hier mal ein bisschen. Ich kopiere das mal rein. Dann könnt ihr mal nachvollziehen, warum es manchmal so lange dauert. Nichts gegen den Fragesteller, aber zu verstehen, was überhaupt gemeint ist. Also Range Breakout Strategie 9 bis 10. Soll es, kann ich dann noch ein zusätzliches L zum Beispiel als Trailing hinzufügen? TP soll das einfach. Ja, ne? Ihr könnt es jetzt, glaube ich, so ein bisschen verstehen. Also gebt euch mal bitte ein bisschen mehr Mühe, damit man die Fragen ein bisschen leichter versteht und nicht dann erstmal herausfinden muss, was da gemeint ist. Also generell ist wahrscheinlich gemeint, an der Stelle hier aus dem Samples-Ordner, nochmal, Samples hier in dem Bereich, ne? Indikatoren, Stereo Trader, Samples. Samples sind Beispiele. Da mögen zwar vielleicht auch der ein oder andere halt funktionieren als Handelsroboter, aber es sind trotzdem nur Beispiele. So, und wenn jetzt hier so ein Range Breakout halt gemeint ist, und da war jetzt halt die Frage, ob man da halt noch irgendwas halt festlegen kann, das geht an der Stelle nicht. Man kann aber, wenn man möchte, natürlich das Ding halt umbauen, so wie man es halt haben will. Und kann dann halt selber Hand anlegen, muss man sich immer ein bisschen mit Programmierung befassen. Aber generell, wenn man das halt vernünftig machen will, da gibt es natürlich eine Geschichte, die, ah, hier alte Gewohnheiten, eine Geschichte, die wesentlich ausgereifter ist. Und das ist halt die Sportstrategie vom Oliver Schwab. Die kann sowas alles. Ne? Also da kann man alle möglichen Parameter einstellen, wann, wo, wie raus, welchen Teil raus, wie getrailt wird, ab wann gehandelt wird. Zum Beispiel hier wäre heute nicht gehandelt worden, weil die Range zu klein ist. Deswegen ist die hier orange dargestellt. Und wenn die groß genug ist, dann ist die halt gelb dargestellt. Und sind halt die Erweiterungen von der Range und so weiter. Ne? Das sollte man sich dann lieber damit auseinandersetzen. Und Experte ist da natürlich an der Stelle der Oliver. So. Dann gucken wir mal, was da noch drunter steht. Jetzt bin ich hier noch ein bisschen verrutscht. Das ist dann halt noch eine Zusatzfrage, generell, die ist aber schnell beantwortet. Nämlich, ja klar, das ist natürlich im Handbuch sind die Stop-Loss-Varianten. Also gemeint ist ja wahrscheinlich die Trading-Stop-Varianten. Das steht alles im Handbuch. Und das Handbuch wird übrigens auf den Desktop kopiert. Bei der Installation vom Stereotrader oder man lädt es über die FX Flat Landing Page vom Stereotrader runter oder über die Homepage natürlich auch klar. Gut. Kann ich, und dann ist halt genau, ne, sowas halt entsprechend auch grundsätzlich. Für solche Fragen, ob man das Bollinger Band oder einen anderen Kanal benutzen kann. Grundsätzlich geht das alles. Man muss es aber halt tatsächlich programmieren. Also es geht jetzt nicht irgendwie per Click, Drag and Drop, sondern man muss halt da so selber ein bisschen Hand anlegen. Ja, gibt es das Handbuch auf Deutsch? Ein tägliches Thema. Ich habe es heute noch mit dem Heiko noch gehabt, wo es auch um das Thema ging.
Das Problem ist halt einfach, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist halt einfach die Redundanz, ne? Das heißt, bei jeder Änderung muss halt immer alles irgendwie doppelt gemacht werden. Das kommt jetzt bei der Homepage erstmal als nächstes. Es gibt eine neue Homepage jetzt demnächst und die wird halt zweisprachig sein. Die wird auch in puncto Erklärungen vor allen Dingen halt zweisprachig sein. Und wo ist denn die Frage jetzt überhaupt hin? Also hier geht es ums deutsche Handbuch. Siehst du, schon geht's los. Mal kurz hier übersehen. Ah ne, das kam hier aus dem Dings, genau. Habe ich hier zwischendurch mal rausgegriffen. Also das war die Frage. Ja. Also die Homepage wird ausführlicher werden. Da wird es auch Erklärvideos dazu geben, kurze Erklärvideos. Das findet alles gerade statt. Im Hintergrund wird alles komplett neu gebaut. Und ich hoffe dann halt auch einfach, dass sich so das Handbuch so ein bisschen erübrigt mit der Geschichte, weil ich glaube, das Video ist da halt auch durchaus hilfreicher sein. So, ich bleibe mal kurz noch bei den E-Mails. Ich glaube, da haben wir aber soweit alles, Nelson, oder? Bis auf die letzte. Bei der strategischen Order stimmt der Abstand der ersten Order nicht. Genau, Das, das ist noch offen. ja, da habe ich nur einen Screenshot dazu, den kriege ich aber hier jetzt nicht rein, also um das halt zu verstehen, das ist so ein bisschen mein Problem. Das würde ich hier dann ehrlich gesagt lieber nicht irgendwie besprechen, weil es glaube ich zu lange dauert, um mich da jetzt selber reinzufinden und den Screenshot daraus zu friemeln, zumal ich den dann halt auch nicht zeigen kann. Ich kann nur mal halt, also generell ist, also das ist halt die Frage, ne? Die halt mal kurz hier reinzustellen. Schon ein bisschen viel Klickerei hier. So, bei der strategischen Order stimmt der Abstand der ersten Order nicht. Strategische Order, das ist die Geschichte hier, wo man halt entsprechend Setups auswählen kann und danach halt ein Grid setzen kann. Warum ist das denn hier nicht eingefärbt, frage ich mich gerade. Ah, ich habe vorhin die Farbe schnell umgestellt. Ah, okay. So, und das heißt, ja, das war jetzt clever, ne? Vor allen Dingen auf dem Live-Konto. Das war nicht so gut gerade. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwas finde, wo ich halt weiß. Das ist jetzt ein bisschen doof, dann müsste ich mich erstmal hier umloggen und auslocken. Ich versuche das mal gerade. So, weil ich da hier ein paar Sachen rumklicken muss, die jetzt natürlich nicht alle für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Deswegen muss ich hier mal ganz kurz Es den würde Bildschirm. auf jeden Fall helfen, wenn du in den Einstellungen die erweiterte strategische Order-Option aktivierst, weil darum geht's. Ja. Kommen wir vielleicht auf die Lösung. Und du bist sicher, dass das nicht zu komplex jetzt für hier ist. Das wirst du wahrscheinlich am besten beantworten können, aber vielleicht Ich will wieder klappt mal. das ja. Sag mal, was klicke ich denn da? Moment, wie das falsche Konto hier. Das war nur Betäubung, sagst du, ja? Ja, eigentlich. Eigentlich, ja. So, du weißt, wie das ist, ne? Du weißt, was die da alles mitbetäubt haben. Wie das klang. Klang heute Nachmittag, kann da schon noch einiges anderes dabei gewesen sein. So. Also über die erweiterte. Genau. So, da bin ich. Ah, ist eh schon, okay. Auf dem Demokonto Genau. zumindest. Und es geht da tatsächlich mehr um den Punkt Abstand erster Order. Ah, okay. Und der stimmt nicht? Laut Fragesteller bzw. Screenshot, genau, geht es darum. Ja gut, es kommt immer noch an, was hier eingestellt
gestellt ist. Ne? Ich meine, wenn Market ist, dann ist das egal. Bei MTO sollte es natürlich schon passen. So, gucken wir einfach mal, was da rauskommt. Beziehungsweise ich mache hier mal alles weg. So, dann bleibt ja eigentlich nur die übrig. Machen wir das mal groß. So, Abstand. 10 Punkte. Long. Wo ist er? Sieht für mich aus, als würde das jetzt erstmal passen, ne? Mit 10 Punkten Abstand. Wenn natürlich halt hier, das könnte man natürlich mal verbessern. Also wenn jetzt halt hier Market steht, dann ist natürlich egal, ne? Dann spielt es keine Rolle. Und End of Period stimmt auch, ne? Also kann ich dann so jetzt nicht bestätigen. Also darf nicht auf Market stehen, ne? Market ist Market. Also da geht es halt natürlich an der Stelle rein. Aber wenn halt hier entsprechend eine Logik eingestellt ist, also Known natürlich auch nicht, aber wenn halt hier eine von den Logiken eingestellt ist, dann passt es. Lasse ich jetzt mal so stehen. Sollte da noch irgendeine Ergänzung kommen, würde ich vorschlagen, das lieber dann irgendwie per Mail zu machen. Und mal erstmal auf Anhieb funktioniert das, bevor wir uns halt hier im Detail verlieren. Ich bin wirklich so ein bisschen frisurmäßig, ich so gucke durch ein bisschen den Wind gekommen, Ja, hier kommt nochmal die Zusatz dazu, wenn ja. es auf None eingestellt ist. Ach so, ja, dann darf der eigentlich ja gar nicht kommen, ne? Kommt doch nicht. Ja, also auch das stimmt. Auch das stimmt, wie Gut. man sieht. Ja, also sollte es irgendwie halt tief in die Materie gehen, dann bitte, bitte. Ja, gerne nochmal eine E-Mail an uns oder uns Genau. kurz kontaktieren, dann machen wir das weiter. Okay, so. Dann gehen wir erstmal die Fragen hier oben durch. So. Vielleicht ganz kurz, weil die Frage gerade dazu passt. Was heißt MTO, was du ja gerade eingestellt hast? MTO, das hat der Heiko in aller Ausführlichkeit schon im Webinar erklärt. Vielleicht kannst du es hier mal verlinken. Hast du einen Link dazu, Nelson? Der hat das nämlich halt rauf und runter erklärt mit der Ja, MTO, aber werde ich. ich reinstellen. Ja, werde es aber trotzdem kurz erklären, aber das darf man sich gerne mal angucken, weil der Heiko das echt gut gemacht hat und der vor allen Dingen genau solche Sachen 100-mal mehr nutzt als ich. MTO heißt Market Trail Order. Das heißt, es ist nicht sofort eine Market Order, sondern ein Trail, der direkt dem Marktpreis sofort hinterherläuft. Also es ist halt eigentlich ähnlich wie eine Limit Pullback, nur umgekehrt. So, das heißt, eine Market Trail als Beispiel kann ich auch erreichen, wenn ich hier oben. Ich jetzt sage, ich gehe halt hier long. So, will aber nicht Market, sondern will eine Abwärtsbewegung abwarten. Und dann mache ich das hier oben als Beispiel mit Shift-Click. Und dann passiert Folgendes, dann sieht man halt hier, ne, es wird eine Order erstellt. Ich bin nicht sofort Market drin. Wenn der Kurs jetzt runterfällt, läuft die Order so lange hinterher, bis entsprechend halt so viele Punkte Rücklauf kommen, wie halt in der Voreinstellung drin ist. Ist jetzt natürlich bei der Wohler. Kann man das natürlich jetzt hier vergessen? Das kriege ich nicht demonstriert. Der bewegt sich ja nicht mal einen halben Punkt, der DAX. Und das heißt, also wie gesagt, wenn wir jetzt eine Abwärtsbewegung halt haben, angenommen, kriegen hier so in einer Minute, wird der halt der Kurs so runterlaufen. Ich will aber generell long, dann gehe ich per MTO long. So, das heißt, dann wartet die Order, bis der Markt umdreht und dann bin ich erst drin. Ne? Das heißt natürlich eine Möglichkeit für Scalping halt vor allen Dingen hauptsächlich. Weil man dann natürlich dann halt viel schneller drin ist und dann nicht gucken muss, so zuckt jetzt doch nicht, sondern macht halt MTO und dann ist man halt bei der Zuckung in Anführungszeichen dann halt entsprechend sofort drin. Den Abstand kann man einstellen hier oben über Setup und dann halt hier bei Terminal und dort gibt es MTO Distance hier, ne? Da sieht man, beziehungsweise MTO Abstand. Der steht jetzt hier aktuell auf einem Punkt, kann ich natürlich halt auch einen anderen Wert einstellen. Das bedeutet, das ist eine Order, die halt einfach im Trail dem aktuellen Markt, beziehungsweise dem aktuellen Kurs,
dann halt im Abstand von einem Punkt hinterherläuft. Das heißt natürlich auch, sobald der Markt einen Punkt dreht, bin ich dann halt gefüllt. Ich kann natürlich auch hier jeden beliebigen Wert halt wählen. Da bin ich auf jeden Fall in der Rückwärtsbewegung drin. Ob es dann weiterläuft, weiß die Order natürlich auch nicht. Aber zumindest mal habe ich dann halt, wenn ich das zum Beispiel zum Scalping halt benutze, habe ich die Gewissheit, dass zumindest mal sich überhaupt irgendwas in die Richtung bewegt, wo ich überhaupt hin will. Ja, aber wie gesagt, bei schnellen Marktbewegungen macht das halt natürlich viel mehr Sinn. Das ist die MTO, also Market Trail Order. Dafür steht die ganze Geschichte. So, dann nehmen wir gerade die nächste dahinter mit der Limit Pullback. Die passt ja dazu auch. Und zwar, hier geblieben. Und zwar die hier. Muss die Limit Pullback Order bei jedem neuen Trade im New Order Fenster neu aktiviert werden? Nein. Also hier bei neue Order, das sind ja generell, ist das ja halt, damit es schnell geht. Ne? Das heißt, alles, was ich hier einstelle, bleibt auch so. Das heißt, jede weitere Order, die ich aufgebe, wird mit den Einstellungen hier entsprechend übernommen. Da muss ich nicht nochmal alles neu klicken. Und das ist jetzt zum Beispiel halt so eine typische Einstellung. MIT ist aktiviert und das bedeutet dann auch, das Limit Pullback, das sieht man ja auch, wenn das halt hier, wenn man da draufklickt, dann wird das hier nämlich grau, sieht man jetzt vielleicht hier, weil es so klein ist, leider nicht so gut, könnt ihr aber selber überprüfen. Also MIT heißt Market If Touched. Generell ist das halt, immer wenn es MIT an ist, heißt das, der Stereo Trader kümmert sich um die Orderausführung, nicht der Broker. So, und das heißt, das muss aktiviert sein, daran erkennt man es auch. Und hier bei Limit Pullback ist halt ein Wert. So, und was auch immer ich hier einstelle, das bleibt ja so. Und entsprechend ist jede neue Order hat natürlich dann auch die Attribute. Ne? Und genauso halt zum Beispiel CS verwende ich sehr oft. CS heißt Cancel Same. Also das heißt, man hat ja zum Beispiel auch mal die Situation, dass man zum Beispiel einen Teilverkauf, Teilauflösung, wie auch immer, halt mal machen will. Mal angenommen, ich wäre jetzt hier unten long gegangen und sage, naja, ich gehe entweder hier oben raus, ja, oder hier unten. Quatsch, natürlich so rum. Oder hier unten. So, und dann haben diese beiden Orders haben entsprechendes CS und sobald eine gefüllt wird, ist die andere weg. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel das CS relativ oft an. Dafür ist es natürlich halt ja auch am ehesten gedacht, beziehungsweise halt auch entsprechend gut geeignet. Da muss ich nicht gucken so, nicht, dass ich nachher irgendwie zweimal irgendwie die Hälfte aufgelöst habe. Naja, weil mal angenommen, ich bin halt irgendwie mit zwei Kontrakten halt long und will halt einen rauswerfen. Dann mache ich das genauso. Eine dahin, eine dahin. So. Und welche auch immer zuerst gefüllt wird, ist egal. Die andere ist dann halt, die andere Order ist dann weg. Das war zwar jetzt bis halt ein bisschen drüber, aber geht halt generell um die Voreinstellung, dass die halt immer dann auf eine neue Order übertragen werden und die Voreinstellungen werden auch nicht zurückgesetzt. Gut. So, dann gehen wir mal eine Runde aufwärts hier an der Uhrzeit mal ein bisschen zurück. So. Also kann ich auf die. Ach Mensch, sag mal, ist doch mal gut jetzt. Also kann ich auf die Grid Orders Limit Stop über ein SEA zugreifen, das heißt, deren Werte abfragen, verschieben oder löschen. Nein, das geht tatsächlich, behaupte ich mal, nicht. Also hier gemeint ist halt die Programmierung, da komme ich so detailliert da nicht dran an die Werte. Sollte ich da was Falsches behaupten und einer von den anderen Programmierern da sein, sage, man möge es mir sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, also ich kenne natürlich jetzt auch nicht den Sinn hinter der Frage, aber es wird schon irgendwie seine Berechtigung haben, dass die Frage so gestellt wurde. Was man aber machen kann, hat man sicherlich bestimmt der eine oder andere auch mitbekommen. Der Timo hat ein Tool released, womit man halt auch die ganzen Presets sauber bearbeiten kann, in der Gegend rumkopieren kann, eigene Presets anlegen kann und das alles ja
recht komfortabel. Habe ich jetzt hier tatsächlich leider nicht im Zugriff. Aber falls es nur. Ah, genau, der Timo schreibt auch gerade. Also, Timo schreibt, nein, geht nicht, hatte ich auch schon mal versucht. Gut, wenn der Timo das sagt, dann stimmt das. Der weiß manchmal Sachen, die ich nicht weiß. Das ist ganz erstaunlich. Aber auch nicht weiter verwunderlich. Okay, gut. So. Der Lutz. Ich werde es mal versuchen, sagt er. Oh, wo sind denn die Fragen hin? Die sind ja gar nicht mehr da. Was ist das denn? Wer hat die denn ausgeblendet? Ah, das war ich vorhin, ne? Beim Umschalten. Okay. Also, ist das Handbuch aktuell? Ich behaupte mal ja. Alles andere würde mich doch sehr erstaunen. Da steht ja auch auf der ersten Seite, habe ich jetzt hier leider auch nicht direkten Zugriff, aber da steht eigentlich 251 als Version. Das sind jetzt natürlich jetzt nicht die Kleinigkeiten, wie ich jetzt vorhin gezeigt habe, hier was die Panels angeht, die sind da jetzt nicht drin, aber generell auf jeden Fall ist das auf dem neuesten Stand. Das sollte schon stimmen. So, wie füge ich? Und wie füge ich einen Filter ein, zum Beispiel Volumenfilter oder ATR? Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was gemeint ist. Also das müsste man ein bisschen genauer, also wo einfügen, wäre halt die Frage. Ne? Ich meine, generell kann man ja mit der ATR so ein bisschen was veranstalten. Es gibt ja auch, der ist auch im Quellcode, soweit ich weiß, mit dabei, so dass man halt zum Beispiel dann eben auch Sachen blocken kann. Ne? Aber halt jetzt nicht den manuellen Handel, der lässt sich so ohne weiteres halt nicht blocken. So. Ist alles so sprachlos? Ansonsten habe ich irgendwas, wenn ich nichts übersehen habe. Nee, Bitte? nee, alles gut. Vielleicht kann der Fragesteller zu diesem Filter nochmal Details hinzufügen. Ansonsten sehe ich noch drei offene Fragen. Echt? Ja. Sag mir dann, welche? 18:08 Uhr. Was ist das für eine Frage? Sowas kann wieder nur Lutz. Also, mein lieber Nein, nein, Lutz. nein, Ne? nein, 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 die da drüber. Ich hätte es sagen sollen, nicht Welche die das vier. jetzt noch? Aha. Ah, genau. Das gehört jetzt wieder zusammen. Nee, das kann nicht zusammengehen. Das sind zwei Fragesteller. Ja, das genau, richtig. Das von Lutz hast du schon beantwortet. Nee, kann ich nicht. Was? War das wieder ein Zusammenhängen? Also wir sind jetzt bei, okay, ich lese dir die Frage vor. Hat jetzt nichts mit Lutz zu tun. Das ist die, der Fragesteller benutzt die 2587 Beta und es geht um das Add-on ng-Range und das wechselt immer von alleine die Uhrzeit, genau. Aha. 2587, okay. Gucken wir mal. Das wechselt von alleine die Uhrzeit. Ist damit das Normale gemeint? Also hier, das gibt ja zwei Varianten davon. So, das ist momentan 9 bis 10 Uhr eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. So, da wäre dann die Frage. Achso, wenn man auf H1 schaltet. Das heißt, wenn man hier den Timeframe wechselt. Gucken wir uns das mal an. 9 bis 10. Moment, ich ändere den mal. Der Fragesteller hat jetzt noch hinzugefügt, 8 bis 9:30 Uhr zum Beispiel. Okay. Also 8. 8 bis. Und. Es kann halt sein, dass es nicht gespeichert wird, ne? Warum auch immer. Wäre aber dann kein großes Werk, das zu beheben. 8 Uhr bis 9:30 Uhr. Ja, tatsächlich. Ja, da werden halt immer die Standardwerte nochmal eingesetzt. Warum, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Timo, hast du das vielleicht auf dem Schirm?
Weil du hast ja, der Timo hat ja die Extended-Variante gemacht. Und ich habe ja nur irgendwann mal das erste gemacht. Das war früher nicht so, ja, das kann sein. Also da ist in der Speicherung, ist da was geändert worden. Ja, das ist aber kein Drama. Das ist wahrscheinlich eine Affäre von einer Minute, dann ist das behoben, behaupte ich mal. Okay, also haben wir auf dem Schirm. Schreibe ich mir hier gerade mal auf. Okay. Gut. So, das war Frage 1. Wo ist die Nummer 3? Ach so, von 1 auf 3, sehr gut. Ich dachte, die nächste wolltest du weglassen. Komm. Nein, nein, das war nicht gemeint. 18 Uhr. Ich sag mal. Das ist ein bisschen, das jetzt, ja, da muss ich mir irgendwo was einfallen lassen. Weil das ist halt wegen der Tastenkombi da in Windows, die beißt sich da so ein bisschen mit dem Mac. Deswegen schalte das hier mal um. 18 Uhr, du läufst voll rückwärts heute, Nelson. Ja, ich oder du? Ich laufe immer rückwärts. Guck mal, das ist ja nicht wahr, ja. Mensch, ey. So. Unfassbar. Ach ja. Gibt es eine Lösung, dass man immer wieder beim MTM findet und eigentlich. Das Problem ist, ne, das sind so, ihr könnt euch erinnern, dass irgendwann mal der Last Price nicht darstellbar war. Warum, wusste keiner. Und das war manchmal so und manchmal nicht so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, wenn dann halt nicht Last Price und dann mache ich halt dann halt einfach, wenn das angeklickt ist, den Bitpreis. So. Sollte aber dann jetzt eigentlich so sein, dass wenn Last abgewählt ist, dass die Linie, die lange hier, die da oben ja halt dazu kommt, dass die zumindest mal weg ist. So. Aber ansonsten, wenn damit gemeint ist, Ask Bit, also die langen Linien, die sind tatsächlich, die werden immer wieder weggeblendet. Das ist richtig. Ja. Aber halt, wenn man entsprechend, also ich, ganz ehrlich, das ist halt auch so eine Frage, so ein bisschen von der Sinnhaftigkeit. Ich meine, wichtig ist ja halt, dass man irgendwie auf der linken Seite ja noch sieht, ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass man auf der linken Seite ja noch sieht, wo ist denn mein Kurs? Ja, so wenn jetzt hier also im Stundenchart bin, damit ich hier noch sehe, ah, da bin ich jetzt irgendwie knapp vor einem alten Hoch oder so, aber da brauche ich kein Bitten, kein Ask mehr, weil das macht dann keinen Sinn wegen einem Punkt. So, und deswegen gibt es ja halt die Last-Variante, das heißt, der letzte gestellte Kurs ist das. Beim Future zumindest, beim CFD, wird halt hier dann entsprechend die Bitlinie eingeblendet, aber nicht die Ask. Also wenn man die halt komplett haben will, geht tatsächlich nicht. Und diese beiden hier, das sind ja die verkürzten, ne, da wird ja entsprechend der Bit ja, Quatsch, Entschuldigung, der Ask ja noch mit angezeigt, aber eben nur in verkürzter Form. Und hier unten habe ich ja dann die Verlängerung. Ne. Wie gesagt, im MetaTrader, bei CFD ist es halt der Bit. Und bei den Futures sollte es der Last sein. Und da, wie gesagt, da musste aber auch mal irgendwann so ein, das hat jetzt aber damit, glaube ich, nichts zu tun, mal ein Workaround eingebaut werden, weil der Last war halt mal da und dann halt mal wieder nicht. Falls das gemeint ist, bitte nochmal nachlegen. Ansonsten, ja. Okay, dann springen wir wieder ein bisschen nach vorne. 18:35 Uhr von Stefan oder Stefan. So, ey, meine Güte, immer wenn ich hier umschalte. So, gar nicht. Wird nicht kommen. Also, solange da von Seiten MetaTrader bzw. MetaQuotes nicht irgendwie vernünftig an dem, also das Problem ist, ja, es geht hier überhaupt nicht um schwarzen Peter, ne? Das Problem ist, es sind so viele Fehler im Strategietester vom MetaTrader 5 drin, wirklich so viele, die sich auf die visuelle Darstellung beziehen. Die Liste ist wirklich endlos. Und deswegen ist es momentan einfach nicht möglich, das History Trading dort zu aktivieren. Also nicht mit der Art und Weise, wie der StereoTrader aufgebaut ist. Es funktioniert halt einfach nicht. Was soll ich dazu sagen?
Das ist halt leider die Wahrheit. Ich kann euch ja mal was zeigen. Mal gucken, ob ich das. Ich muss aber da hier nochmal kurz nochmal zurückgehen auf die Startseite, damit ihr mal seht, wovon ich da rede. Sonst glaubt mir das ja nachher keiner. Damit wir mal, weil es geht im, ich sag mal hier für im Beta, in der Beta-Version geht es, aber auch nur rudimentär, weil es halt einfach, man kann das so nicht wirklich verwenden. Und ich brauche das halt natürlich fürs Debugging, weil damit ich nicht immer auf Kurse warten muss. Also generell ist das Ding fertig, aber halt, wie gesagt, mit den ganzen Bugs, die da drin sind, leider nicht in der Form zu verwenden. So, mal gucken, ob es jetzt hier startet. Das dauert gerade einen Moment. Und gucken, ob da was kommt. Ich bin ein bisschen dunkel da unten, ne? Ich brauche mal so ein Lämpchen da noch. Da kommt irgendwie. Kommt da noch was? Nee, gerade nicht wirklich. Moment. Nochmal irgendwie umschalten. Vielleicht geht es ja damit. Also das ist halt leider der Grund. Ich wäre auch heilfroh, wenn das funktionieren würde. Weil es gibt halt auch dann dafür andere Sachen, die der Strategietester, das History Trading, nee, das ist hier irgendwie Vorführeffekt, jetzt geht hier leider, warum auch immer. Gar nichts. Ach ja, ich weiß. Also es gibt halt andere Sachen, die damit ja halt gehen, die mit dem MT4 nicht gehen. Und deswegen wäre ich da heilfroh drum, wenn die das halt mal machen würden und mal wirklich die ganzen Sachen rauswerfen, beziehungsweise halt mal einfach an den Start bringen würden, damit das halt nämlich entsprechend mal funktioniert. So sieht die ganze Geschichte nämlich aus. Dauert einen Moment, muss jetzt hier noch ein paar Daten laden, weil man kann zum Beispiel halt zwei Symbole gleichzeitig testen. Gut, betrifft jetzt den Stereo-Trader weniger. So, aber generell, das Problem ist schon mal folgendes. Sobald ich halt hier, jetzt als Beispiel, muss das so machen, hier über so einen wirklich üblen Trick. So, sobald sich nämlich verändert, weiß er nicht mehr, wo das Fenster ist. Das heißt, ich müsste hier bei jeder Änderung vom Bildschirm hier kalibrieren, damit ich überhaupt noch irgendeinen Button hier treffe. So, dann funktionieren die ganzen Eingabefelder, funktionieren alle nicht, kein einziger. Das Ding kriegt nicht mit, wenn irgendwie der Chart verändert wurde. Man sieht hier, ne, sobald ich was eingebe, da ist halt einfach Ende. Sind leider halt Bugs im MetaTrader 5. Aber generell, man sieht, irgendwie funktioniert da schon irgendwas, ne? Aber dann halt irgendwie leider doch nicht so, wie es. Ja. Jetzt hat er die Kalibrierung schon wieder verloren. Ah, jetzt wollte ich hier kaufen, habe verkauft. Ne? Damit kann man halt nicht wirklich rausgehen. Das ist unmöglich. Auch hier, dass auch Darstellung, dass halt dann trotzdem Linien eingeblendet werden und so weiter und so fort. Es ist leider ein Elend damit. Also generell, wie gesagt, ich wäre wirklich auch sehr froh, es würde gehen. Es geht aber nicht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Ding aussieht, damit er halt zumindest mal irgendwie auch dann versteht, warum das halt ohne weiteres so nicht machbar ist auf die Schnelle. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? So. So, ein Zusatz noch zu der Filterfrage. Hier wurde Zufällig. bitte. Nee, ich habe zufällig hier irgendwie Long Trade. Wo kommt der denn her? Oh, schön bunt. Als Auswahl kann man nur RSI und XMA auswählen. Möchte gerne automatisieren. Ja, genau. Das sind halt vom Prinzip her aber halt auch Samples. Ne? Die sind ja auch, müssten im Quellcode dabei sein. Wenn nicht, das ist aber auch kein Drama, das rauszugeben. Das sind keine Geheimnisse. Aber das sind vom Prinzip her sind das Beispiele, wie man sowas machen kann. Ne? Aber halt leider eben nicht ohne Programmierung. Dafür ist der Stereo Trader in der Form nicht wirklich ausgelegt. Ach, guck hier. Auch nicht schlecht, ne? Guck mal hier mit 30 Cent pro Punkt, 130 Euro hier.
vergessen, irgendwann im Debugging. Im Live-Konto passiert sowas ja grundsätzlich nie. Live-Konto wären es jetzt 130 Euro minus. Kennen wir alle, oder? Jeden Tag sowas. Ja, wäre gut, ne? Das wäre gut. So, okay. Haben wir noch was? Ja, jetzt sind wir wieder aktuell. Da sind jetzt drei Fragen reingekommen. Auch Frisch. das noch. Guck mal, kaum sagt man, ist nichts mehr da, ne? Schlagen die ja alle voll zu. Wo denn, hilf mir mal bitte? Ja, 1850. die letzten drei Einträge. So, danach werden wir auch, glaube ich, Rückknochen-Nervenzusammenbruch hier. So, danach werden wir wahrscheinlich auch keine Bis neuen mehr morgen muss aber schaffen. das sitzen, ne, Herr Helger? Was muss ich bis morgen? Ja, da Hier, brauche ich deine das ja nicht mehr. Technik, Live-Training. Nein, das Ding ist immer nur, wenn ich die Fragen hier per Copy und Paste reintue und Windows reagiert halt hier irgendwie zu spät auf die Taste. Warum die da noch durchgeht, obwohl ich schon längst weg bin, weiß ich nicht. Und das haben wir ja morgen nicht. Ach, wir haben ja morgen Live-Trading, ne? Oh, ich freue mich. Bei dem Markt, Halleluja. Das wird, kann ja nur. Was für eine Begeisterung, sehr gut. Ja, guck dir den Markt an. Das ist nicht dein Ernst, ne? Also, das ist wirklich. Naja, vielleicht handeln wir morgen einfach mal was ganz anderes. So, wie bekomme ich die zwei kleinen Charts auf die rechten Seite? Ja, einfach öffnen. Also ich mache das ja auch nicht anders, ne? Das heißt, ich lege hier einen großen an auf der Seite. Ich mache es einfach mal hier mit das Ganze mit zwei. Also so wie ich das im Live-Trading mal mache, ne? Das ist ja wahrscheinlich gemeint. Und Diese eigentlich muss man Frage da. kommt übrigens sehr oft. Vielleicht solltest du mal so ein Template oder Profil im StereoTrader mal So. einbauen. Weil ich mache dann halt einfach nur Folgendes, ne? Jetzt muss ich wieder aufpassen hier, Nelson, mit Loyalität, sag ich. Aber generell, wenn man halt hier so ein Setup halt hat, und dann geht man halt hier einfach auf Datei und dann halt oben bei Profilen, ne, da oben in der Ecke, und da gibt es dann halt Speichern als. Und dann kann ich die halt nach was auch immer da halt sortieren und kann dann halt zwischen den Profilen dann halt auch wechseln. Ne? Und das ist eigentlich alles. Ne? Das heißt, ich lege hier einfach nur einen aktiven Chart an. Also es ist ja halt ein Live-Trading gemacht. Und dann ansonsten zwei passive. So, mehr ist es ja halt im Endeffekt dann auch nicht. Ne? Das heißt, für Sortierung, ich mache das halt so, wenn, da kann ich vielleicht noch einen kleinen Trick, wie ich das halt am schnellsten mache. Hier einfach mal oben auf das Ding halt hier klicken. So, dann hat man hier schon mal die richtige Breite, zieht einen in die Mitte, den anderen hier hoch. So, einmal rüber, den hier auf. Fertig ist die Laube. Ne? Dann hat man halt, kann man sich halt hier einen schönen Überblick verschaffen. Dann einfach, wie gesagt, als Profil speichern. Oder auch wenn ich jetzt den MetaTrader zumachen würde, wieder aufmachen würde, dann wäre halt genau das gleiche Bild auch wieder da. Ne? So. Na, guck mal, jetzt schalte ich zum Beispiel um hier. Wenn ich das langsam mache, geht das. Nee, geht nicht. Guck dir das mal an. Das ist ein Gag. Das ist ein Bug. Das ist echt gut. So. Was? Würde mich sehr wundern. Ja, also hier, dass ich der StereoTrader.net, klar ist da ein SSL-Zertifikat. Da ist auf jeden Fall eins dahinter. Also beziehungsweise .NET wird ja momentan nur umgeleitet auf die DE. Auf .NET ist gar nichts drauf. Ist eigentlich nur eine Umleitung. Am besten Chrome. Das macht, glaube ich, auch am wenigsten Problemchen. So, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter mit der 1850-Frage. Genau, der Eintrag danach gehört auch dazu. Ja, ich sehe das. Manchmal denke ich ja mit. Ich weiß. Manchmal. Betonung liegt immer auf manchmal. Das hast du gesagt. Das ist schon in Ordnung so. So, passt wieder nicht ganz hin, egal. Also, prinzipiell stellt. Oh,
das Order bearbeiten Panel die Werte da, allerdings kann man da nicht auf die Datenbank. Also wahrscheinlich ist gemeint für die Programmierung auch wieder der Zugriff auf die einzelnen Orders. Das stimmt, da habe ich auch irgendwie tatsächlich gestern noch drüber nachgedacht, ob man das nicht mal irgendwie in irgendeiner Form offenlegen kann. Das ist so ein bisschen ein Performance-Problem, ne? Weil je mehr Daten halt hin und her geschoben wird, umso langsamer wird die Geschichte dann halt irgendwann. Das hat bis jetzt noch keiner gefragt. Das ist jetzt dann irgendwie auch das erste Mal. Muss ich mal irgendwie hinten anstellen. Also momentan geht es halt wirklich nicht, dass man an die einzelnen Orders halt drankommt. Also über die Automatisierung nicht. Und ein Trick ist aber halt, wenn man es mit IDs macht, ne? Man kann den Orders ja IDs geben, also nur in der Programmierung. Hier in einem normalen Handel geht es halt nicht, also im manuellen Handel, aber über die Programmierung geht es. Und so kann man halt zumindest mal die Orders dann halt natürlich ganz gezielt dann entsprechend auch adressieren, also zum Beispiel löschen, verschieben, was auch immer, ne? Und das Ding heißt Order ID. Schreibt es hier mal gerade hin, ne? Also einfach hier Order ID müsste die Funktion lauten, womit man darauf zugreifen kann. Ohne Gewähr, aber mal gucken, mit Order fängt es bestimmt an und da ist da halt IDs für ein ganzes Grid vergeben. Nee, aber kann man ja dann halt auch. Ich meine, man kann ja dann irgendwie da Nummern dahinter setzen. Also sich Grid 1, Grid 2, Grid 2, 3, 4 und so weiter. Und kommt er dann damit halt auch dann dran. Ne? So, fragt er, ich muss selbst das Grid erstellen, die Werte zu erkennen, ganz genau. Ja, und dann kann man halt zumindest mal solche Geschichten halt komplett autark, dann halt losgelöst von der strategischen Order, dann halt eben auch selbst aufsetzen, ne? Über die IDs. Dann Okay, haben wir es danke, sagt er. geschafft. Ich sag, okay, bitte. Ja, 3 Minuten vor 19 Uhr ist doch der Da war Hammer. eine Frage noch bezüglich eines Webinars Programmieren Stil Trader. Wurde ja Ja. schon des Öfteren gefragt. Vielleicht können wir ja dieses Jahr das Ganze angehen. Und Timo hatte eventuell auch Lust, dabei zu sein. Ich wollte gerade Aber sagen, der Timo hat eigentlich schon angekündigt, soweit ich mich erinnere, das sowas machen zu wollen, ne? Timo, stimmt das? dann Oder habe können ich wir das? da gerne mal was planen zusammen. Ich glaube, der Timo, der Lutz. Ja. Ja, Ja. prima. Also, Timo macht ein Webinar demnächst zum Thema Programmierung. Fände ich super. Super. Dann Find, klären wir Seminar fände das. ich klasse. So, sagt die Susanne. Ja, Seminar ist immer ja, ist immer die Frage, wozu, ne? Ich meine, wenn es jetzt nur um die Bedienung mit dem Stereo-Trader geht, ist das halt eine Geschichte. Sobald es halt irgendwie um Handel und Strategien geht, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, nur Stereotrader, ein Wochenende. Denken wir mal drüber nach. Finde ich eigentlich gut, die Idee. Ne? Und der Lutz will nach Mallorca, hat er schon direkt dazu geschrieben. Sitzt ihr nebeneinander, ihr zwei gerade, oder? Okay. Ja, also. Prima, dann haben wir es geschafft für heute. Also machen wir dann Mallorca, ne? Oder so. Oder irgendwo, wo es warm ist. Dann auch? Oder kommt dann keiner? Ja, Lutz, Herr Lutz will unbedingt nach Malle. Aber die Susanne ist da noch nicht ganz entschlossen, glaube ich. Okay, gut. Also haben wir auf dem Schirm. Sollten wir mal machen. Machen wir vielleicht dann auch. Also muss ja zeitlich irgendwie reinpassen, aber generell. Ja, kommen wir mit. Alles klar, gut. Wir sehen uns auf Malle, dann zum Seminar. Machen wir dann aber nicht im Sommer, sondern irgendwann, wenn es nicht so heiß ist. Und sonst kriegen wir da nichts gearbeitet. Gut, dann sage ich an der Stelle mal Bis Dankeschön, später. ne? Bitte was? Ich sagte, du sagst jetzt bis später, weil morgen früh Ja, geht es ja morgen genau, bis früh geht es ja nachher. weiter. Eigentlich brauche ich mir schon gar nicht mehr irgendwie großartig da halt hinzulegen, sondern kann ja dann irgendwie halt schon gleich hier sitzen bleiben und machen wir nachher hier an der Stelle weiter. Einfach sofort. Nö? Hast du deine
Gesichtserkennungssoftware von den Chinesen oder was? Da ist Wie, die was? ganze Zeit so ein Quadrat Ach vollgeschaltet. ja, das ist die NSA. Guck, die trackt mich. Ja. So. Ja, okay, mach ich wieder weg. Ja, ist jetzt egal, ne? Guck mal, da willst du noch irgendwas fangen. Vielleicht, wenn man da zwei Augen macht, kommt da auch noch was. Also, ne, kommt nichts mehr. Aber hat irgendwie gerade noch was da getrackt. Egal. Gut, ist nicht so wichtig. Wollen auch hier nicht albern werden. Wir sehen uns morgen früh zum Live-Trading. Um 8:45 Uhr erschreckenderweise. Und guck mal, was der DAX morgen treibt. Wie gesagt, ich bin da höchst skeptisch gerade. Der kommt bei mir auch langsam auf die Abschlussliste wieder. Habe ich ja schon gesagt, ne? Weil bei der Range, also ganz ehrlich, das ist nicht schön. Nicht schön zu handeln. Und von daher, aber wir müssen ja nicht unbedingt den DAX machen. Also, falls er morgen wirklich noch aufmacht zwischen 13.500 und 550, dann machen wir morgen irgendwie den Euro, Gold oder sonst irgendwas, aber das muss man sich dann sonst nicht antun. Egal, wir werden schon was finden. Also wie gesagt, ich freue mich schön, dass ihr auch heute hier dabei wart beim ersten Helpdesk-Webinar in 2020. Danke an den Nelson, dass der immer so lange arbeiten muss, montags hier. Kommst du morgen eigentlich zu mir? Morgen nicht, weil morgen haben wir eine Premiere. Mein Kollege Florian wird morgen das Webinar mit dir machen. Oh. Aber ich werde auch dabei sein. Warum machst du es dann nicht selber? Tja, das verrate ich dir später. Okay. Na gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Aber gut. Ich verabschiede Ansonsten. mich, aber ich unterbreche dich jetzt. Ich Nö. verabschiede mich, Ja, ja. weil ich merke, die Betäubung, die Wirkung der Betäubung schwankt bei dir jetzt. Eigentlich müssten wir das Webinar jetzt starten. Aber gut, ich wünsche mal einen schönen Abend. Hoffentlich ja, sind Sie morgen früh auch alle dabei. Und Dirk, vielen Dank für das Webinar. Ich denke, wir haben wieder schöne Fragen oder einige Fragen auch beantwortet bekommen. Wie gesagt, wenn noch irgendwas offen ist, dann gerne per E-Mail an uns oder kurz kontaktieren. Und ja, Dirk hat jetzt das Schlusswort und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Tschüss. Tschüss zusammen.